befindet sich dort. Wo wir im normalen Schloss auch fast am Ende des Spiels waren. Ja, wir müssen wieder in dem Raum mit Figuren einen geheimen Durchgang freischalten. Der lässt sich in diesem Schloss hier nur freischalten, wenn wir eben die 5 Überreste des Vlads einsammeln. Anders geht's natürlich nicht. Das, meine lieben Freunde, haben wir ja getan. Und ja, von daher gut Holz und ja, wir können uns eigentlich dahin aufmachen. Vorher nochmal irgendwie einen Speicherpunkt mitnehmen, falls das etwas in die Hose gehen sollte. Aber ich hoffe es mal einfach nicht. Zum einen, weil ich nicht gern sterbe und zum anderen natürlich wollen wir ja dieses Spiel natürlich beenden, indem wir nicht einmal sterben. Das steht ja auch noch auf dem Spiel vor. Wir sind bisher noch nicht gestorben. Und warum es nicht auch dabei belassen? Wer hat eine Stimme? Ich wollte eigentlich sagen, eine ziemlich geile Sache. Du kriegst auch in letzter Zeit die zig Milliarden Versprecher reinzukloppen. Wenn man in Gedanken schon wieder bei Sachen ist, die man eigentlich gar nicht, ja, oder die man irgendwie doch ausdrücken will und zu viele Sachen auf einmal einen durch das Hirn schwimmen. Vor allem dann noch Worte, die sich ähnlich aussprechen lassen. Aber okay. Ist ja egal eigentlich. Ja, ich werde auch langsam so ein klein wenig müde, muss ich ganz ehrlich sagen. Zeit, dass ich mich in die Koja haue. Ja, ich will jetzt eigentlich nicht noch diese Session nochmal wieder unterbrechen. Weil wir sind ja nicht weit weg jetzt vom Ende des Spiels und ja, kann man auch zu Ende bringen. Dass wir am Ende des Spiels jetzt nochmal irgendwie 300 leben lassen und sich das irgendwie noch 1, 2, 3, 4 Stunden hinzögert oder so. Ja, und da vorne, da etwas weiter rechts, den Speicherpunkt können wir noch nehmen. Ja, das finde ich war clever gemacht, das umso weniger. Natürlich spielt man lieber in der Skelett, nimmt einen Punkt Schaden anstelle von 90. Durch diese dämliche Falle hier. Schon tickern. Also ist ein Level ab. Sollte eigentlich noch für uns da drin sein, denke ich mal. Aber kein Tod. Erfahrungspunkte.
Durchgang können wir dann schon mal öffnen. So, und da oben erwartet uns dann unser Schicksal. Aber ich werde... Hier oben ist, glaube ich, auch noch ein Speicherpunkt, oder? Brauchen wir gar nicht da vorne noch hinzulaufen. Da ist erstmal ein Hard Refresh. War da doch kein Speicherpunkt? Ich weiß es gerade nicht mehr. Ich meine aber, ja, doch. Sehr gut. So. 723 HP haben wir auf dem Konto. Das ist eine gute Menge. Da würde ich sagen, ab dafür, ne? Fahren mit dem umgedrehten Fahrstuhl in die Höhe. Ist jetzt ein bisschen komplizierter, da das natürlich alles hier verdreht ist, aber für uns doch kein Problem. So, machen wir es noch ein bisschen spannend und decken hier einmal noch die ganze Karte auf. Ach, warum nicht? Ja, da drin in dem Raum wartet das Finale auf uns. Nur um das nochmal zu unterstreichen. Aber ist unser Vater wirklich erwacht? Finden wir es heraus. Da ist zunächst mal Chef. You have done well in making it this far. I would expect no less from the son of our master. So you are the one who was controlling Belmont. Yes. I am the Dark Priest called Shaft. This world must be cleansed in the Forge of Chaos. Why did you make Belmont lord of this castle? For centuries, vampire hunters have defeated evil with holy power. But if two vampire hunters were to fight each other... But Belmont's power is supreme among vampire hunters. None other could defeat him. Exactly. That's why I removed him as a threat, by making him into lord of this castle. But your plan has failed. Clever. Has it indeed? We'll see what happens after I destroy your weak human side. Ja. Natürlich, der gute Chef hat seinen komischen Orbs wieder mit dabei. Wie auch schon im Kampf gegen Richter und auch natürlich in dem Kampf bei Rondo of Blood. You claim to love the darkness. Go then and dwell there for all eternity. But my goal is achieved. Count Dracula has come to purify this corrupt world with the searing flames of chaos. Dann ist er also tatsächlich erwacht. Das heißt, wir müssen uns jetzt zu unserem Vater stellen in einem epischen Vater. Duell. Well met, my son. It's been a long time. I was hoping we would not see each other again. I can't allow you to leave here, father. You have ever been the ally of humans. Have you forgotten what they did to your mother? Think you I would forget such a thing? No, but neither do I seek revenge against them. Still uttering the same nonsense. No matter. Now is the time to put aside your weak human side and join me in remaking this world! Dracula, in the name of my mother,
I will defeat you again. Ja, Dracula verschwendet keine Zeit mit irgendwelchen Vorhaben. Die haben wir schon im Prolog besiegt. Ja, er deckt sich gleich mit seiner wahren Form gegenüber. Riesige Ungetüme mit drei Köpfen und einer, ja, mit nackten Statue drauf. Schaut schon ulkig aus. Eigentlich einfach der Klo, besonders ist es schwer, immer, man hat so wenig Platz hier. Sich irgendwo da eine Stelle zu suchen, wo er einen nicht treffen kann. Ich gebe ihm erstmal ein bisschen Kraft. Da klappt es tatsächlich. Oh, und kurz bevor er die Attacke anwendet. Trouble the soul of my mother no more. How? How is it that I've been so defeated? You have been doomed ever since you lost the ability to love. Sarcasm. For what profit is it to a man if he gains the world and loses his own soul? Matthew 16:26, I believe. Tell me, Austin 316 says, blah, blah, blah. She said, do not hate humans. If you cannot live with them, then at least do them no harm. For theirs is already a hard lot. She also said to tell you that she would love you for all of eternity. Lisa, forgive me. Farewell, my son. Ja, damit haben wir Dracula vertrieben. Kommt da jetzt etwa noch ein Schloss aus dem Himmel runter? Nein, natürlich nicht. Wie natürlich am Ende eines so ziemlich jeden Castlevania-Spiels. Sobald Dracula vernichtet ist, wird auch das Schloss komplett vernichtet, den er haust. Ja. Ja, und damit haben wir unseren Dienst getan. Die Wolken ziehen weiter, es bleibt nichts mehr übrig. Aber was ist mit Richter und Maria eigentlich? So you made it. Alucard, I'm glad you're all right. I'm sorry. 'Tis my fault you had to fight your own father. Fear not. I had my own reasons for destroying him. It must have been painful for you. Indeed. But you must always remember that the only thing necessary for evil to triumph is for good men to do nothing. Is for good men to do nothing. I understand. Alucard, what will you do now? The blood that flows in my veins is cursed. 'Twould be best for this world if I were to disappear forever. I see. We will not meet again. Farewell then. We'll not meet again. Alucard? Don't you want to go after him, Maria? I'm sorry. I can't let him disappear from my life. It's all right. Go after him. Perhaps you can save his haunted soul. Thank you, Richter. Fare thee well. Hat sie etwa... And yourself, dear lady. Hat doch was für ihn übrig, ja? Ja. Da geht's ihm hinterher. Und wir hören den wohl... wahrscheinlich jetzt langweiligsten Credits-Song, den ich jedenfalls kenne. In allen Videospielen, die ich jemals gespielt habe, mit dem Titel I Am The Wind. Ja,
damit sind wir am Ende. Und Stichwort I Am The Wind, für die, die es vielleicht interessiert. Dieses Lied wird von einer gewissen Cynthia Harrell gesungen, die wenige Jahre später einen gewissen Song für ein Metal Gear Spiel singen wird oder singen sollte. Für ein gewisses Metal Gear Solid 3 Snake Eater. Und produziert wurde dieser Song im Übrigen von einer gewissen Rika Muranaka, die ein wenig später den Credit Song zu Metal Gear oder die Credit Songs zu Metal Gear Solid 1 und 2 singen sollte. Das so nebenbei. Ja, dann damit sind wir am Ende des Spiels. Wir haben ja das beste Ende freigeschaltet, haben fast alles gesehen. Irgendwie ein paar, also ich weiß jetzt nicht, bei wie viel Prozent wir sind. Ist mir auch egal. Also wir haben eigentlich so zum großen Teil alles gesehen, was ich kenne. Jedes Eck jetzt zu beleuchten, das war ohnehin nicht mein Ziel. Naja, was soll's. Ja, Castlevania Symphony of the Night, ich hab's länger nicht mehr gespielt und um ganz ehrlich zu sein, ich hab das Spiel eigentlich ein bisschen schlechter und weniger spaßbereitend in Erinnerung, als ich das letzte Mal gespielt habe. Also mir hat's echt Spaß gemacht. Klar, es war für mich immer ein grandioses Spiel. Aber ich habe es irgendwie nicht mehr ganz so gut in Erinnerung, muss ich sagen. Und dass ich Spaß hatte, hat man auch daran gemerkt, wie lange meine Aufnahmesessions jetzt waren. Also meine erste war ja fast, oder ja, war ging fast an die 5 Stunden ran. Und dann jetzt diese hier war bei, ja, ich weiß jetzt nicht, wie lange war jetzt meine Session mit der Unterbrechung da. Das waren, glaube ich, auch nochmal irgendwie 1,5 Stunden. Also da sind wir jetzt auch schon mal insgesamt dabei, gut, wieder über 4 Stunden. Naja, also hat auf jeden Fall Spaß gemacht und hat süchtig gemacht, das Spiel. Nee, ist auch großartig. Sollte eigentlich jeder Fan von Metroid, von Castlevania sowieso, soll das jeder mal gespielt haben. Ist auch unglaublich gut gealtert, dieses Spiel. Also da können sich die vielen Indie-Developer ruhig nochmal eine Scheibe abschneiden. Und da sehen wir es auch schon. Cynthia Harrell hat die Lead-Vocal. Rika Muranaka hat sogar auch noch das Keyboard gespielt. Aber hat diesen Song halt auch produziert. Ja, da sind wir auch schon bei den Special Thanks. Mann, ey, das ist echt so ein Schlaflied. Also nicht ihre stärkste Performance, muss ich ganz ehrlich sagen. Heilige Mutter Gottes, ja. Gut, ja, dann... Ja, die Special Thanks scheinen hier nicht das letzte in den Credits gewesen zu sein. Naja, ausführender Produzent. Gut, bevor die Credits gleich doch überraschend zu Ende gehen, möchte ich noch an dieser Stelle natürlich euch allen danken für eure Zeit, die ihr hier verbracht habt, für eure Kommentare, für eure Bewertungen, ob es euch gefallen hat eben oder nicht. Und ja, dann sage ich eigentlich an dieser Stelle wie immer, tschüss, bis zum nächsten Mal. Und keep gaming. Ich glaube, hier kommt jetzt nichts mehr, oder? Oder? Nee, anscheinend nicht. Ja, also, tschüss, bis zum nächsten Mal und keep gaming und danke für alles.